Geräusch war so schön. Ja. Cash war actually schon eine geile Meile und kommt ja bald wieder. Aber was genau heißt bald, kommen wir schon mal rein. Ein bisschen spät dran, wie gesagt, mit dem Video. Ich hoffe, dass ich es bis 4 hochkriege. Also das Video. Andere Sachen kriege ich auch schneller hoch. Hier noch ganz geschwind die Erinnerung am Anfang, dass es diesen Monat ein Huntsman Knife Blue Steel Giveaway bei uns auf Twitch gibt. Ja, ich werde das noch ein paar Mal ansagen, denn wir haben so oft den Fall, dass die Leute dann am Giveaway-Tag kommen und sagen, was? Dann haben sie nicht mehr genug Zeit, die Bubble-Dollar zu sammeln, deswegen sage ich es jetzt noch ein paar Mal an. Auf Twitch kommen, zuschauen und kostenlos Bubble-Dollar sammeln. Ja, Einspielerende. Der alte Macher FM Pwn ist im Moment an Cash dran. Wir haben 3 tolle neue Screenshots bekommen, die wir uns auch gleich anschauen werden. Und er hat bestätigt, dass die Map vor 25, also 2025, wohl nicht fertig wird. Somit ist die Frage, wann, schon ungefähr geklärt. Aber dazu komme ich auch gleich nochmal. Schauen wir uns erstmal die Screenshots an. Ich mache mal hier eben meine Facecam weg. Man kann hier zum Beispiel auch schon sehen, dass A-Side noch überhaupt nicht angefangen wurde. Da ist noch gar nichts. Bis jetzt arbeitet er sich hier an Mitte ab oder durch Mitte durch. Im letzten Video haben wir ja auch die Mitte gesehen und ja, daher habe ich auch gerade eben das Intro. Ich habe das einfach nochmal benutzt, weil ich es so, ja, so ergreifend fand. Also mir hat Cash tatsächlich so gut gefallen, dass ich wirklich, ich freue mich sehr auf die neue Version von Cash und vermisse Cash auch sehr. Also A ist noch nicht da, man sieht doch hier hinten, dass bei Midhall noch kein Boden drin ist, also es ist wirklich nur die Mitte, die bis jetzt gemacht wurde. Der letzte Screenshot war ja ungefähr von dieser Position aus, jetzt schauen wir von circa hier. Man merkt hier direkt, dass das Farbschema ein anderes ist. Hier eher rötlich, so ein Unter- oder Aufgang und die alte Version war eher, ja, da war es halt ein bisschen Richtung Nun gehend. Und es ist deutlich grüner und bewachsener. Wobei auch hier der Bewuchs auf jeden Fall nicht zu wünschen übrig lässt. Es gibt noch zwei andere Winkel und zwar einmal diesen hier. Also circa hier. Der ist uns auch noch unbekannt gewesen. Beim letzten Mal konnte man, glaube ich, von hier ungefähr alles sehen. Und ja, achtet hier nicht auf die Shader. Ist eine Workshop-Map, da ist das Lightning ein bisschen für den Ass. Mir gefällt hier diese neue Gebäudestruktur auf jeden Fall wieder besser als das alte. Das hat jetzt zwar auch diesen Industrial-Style, aber hier sind gefühlt nochmal ein paar Jahre mehr drauf. Also die ganze Sache ist nochmal ein bisschen älter, beziehungsweise altbackener. Beim letzten Mal war, glaube ich, auch die Kiste nicht zu sehen. Jetzt ist die Kiste vorhanden. Das ist natürlich so aus der Taktik heraus schon, das Ding braucht man auf jeden Fall. Wäre schade, wenn die ganz weg gewesen wäre oder weggeblieben wäre. Zu guter Letzt haben wir noch einen Screenshot von Highway oder Speedway. Ich weiß schon gar nicht, wie der Call war. Da sieht man nochmal eine von diesen tollen Figuren mit der AK. Und dieser Bereich scheint aber auch sonst relativ ähnlich zu sein. Zumindest, wenn man schaut, was hier eben vorhanden war. Was aber, finde ich, direkt auffällt, ist, dass die neuen Maps, also das ist ja bei CS2 generell so durch die gesamte Community gegangen, dieses Feeling, dass die neuen Maps irgendwie größer wirken. Klar, dieser Screenshot ist jetzt auch recht weit nach rechts und links, aber man hat es ja zum Beispiel auch beim letzten Inferno-Update gemerkt. Da wurde zum Beispiel auch hier die gesamte Schoße nach oben hin einfach geöffnet. Und ich erinnere mich noch, dass es ganz am Anfang auch so war, dass viele gesagt haben, die Maps fühlen sich irgendwie größer an, als könnte man besser atmen. Klingt jetzt komisch, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Es wirkt alles weiter. Und es wirkt zumindest so, als wenn es ja auch in eine ähnliche Richtung gehen würde, wobei Cash jetzt auch nie wirklich so insane zugebaut war. Also man hat sich jetzt hier nicht beklemmt gefühlt oder so, ne? Also so ist es nicht. Was das angeht, bin ich vor allem auf B-Spot sehr gespannt. Es ist ja hier schon in der alten Version relativ offen gewesen. Vielleicht wird das nochmal ein Ticken offener oder etwas weiträumiger. Mal schauen. Als wir uns die ersten Screenshots zu der neuen Cash-Version angeschaut haben, habe ich ja schon erwähnt, dass mir das Setting sehr gut gefällt. Also das Farbsetting. Ich hoffe, das ist bei euch ähnlich. Und natürlich hoffe ich, wie viele andere auch, dass wir, wenn die Map dann fertig ist, die Map eben auch möglichst flott im Map-Pool sehen werden. Weil FM Pwn ist zwar der die Arbeit erstmal zu Ende machen muss, aber wenn sie dann zu Ende ist, müssen ja die Volvos sagen, so, gut, dann machen wir mal wieder so einen kleinen Map-Change. Ich hoffe, das geschieht dann auch recht flott. Bezüglich des Release-Datums, da kommt die Info von FM Pwn selbst. Also, hier haben ein paar gefragt, Mensch, warum dauert das so lange? Dauert das wirklich so lange, eine Map zu machen? Wahnsinn. Und er sagt hier nochmal selbst, ja, ihr liegt richtig, ich nehme an, das ist auf ihn bezogen. 2025 wird die Map frühestens erscheinen. Best I can do, trying to keep the quality high. Genau so sieht es aus. Schön kochen lassen und auf jeden Fall nicht irgendwie stressen. Denn ich denke, keiner von uns hat Bock auf noch mehr halbfertige oder halbgare Sachen. So, und wie versprochen, werden wir jetzt noch ein paar YouTube-Giveaways auflösen. Und zwar gab es für euch im MP7 Giveaway diese MP7 zu gewinnen. Die Frage war relativ einfach, und zwar greifst du zu MP7 oder halt nicht. So, vielen Dank für 71 Kommentare. Sehr edel von euch.
Ich positioniere mich hier direkt richtig. Ein Stück runter. Ja. Und es hat gewonnen. Hab sie bisher noch nicht gespielt, wobei ich auch seit 5 oder 6 Wochen komplett off bin und gar nicht mehr gespielt habe. Alles klar. Das zählt auf jeden Fall als Antwort. Rigrim, du hast somit das Giveaway gewonnen. Melde dich bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte deinen YouTube-Kanal Details, deinen Trade-Link hinzu. Dankeschön. Als nächstes gab es für euch diese Dualese Melodrama zu gewinnen. Das war in dem Video, in dem ich gefragt habe, ob der Sticker-Sale wohl irgendwie gerade verzögert wird, weil sie noch brauchen oder ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber man sollte sich dazu äußern. 104 Kommentare, vielen lieben Dank dafür. Wir schauen mal, wer hier den Gewinn absnackt. Ich würde sagen, das hilft den Preisdrop der Capsules nach hinten verschiebt, weil das wegen den Cheatern floppen würde. So, David, das passt vollkommen. David, du bist somit der Gewinner. Bitte einmal hier melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und deinen Trade-Link in deine YouTube-Geschichte reinkloppen. Ist ja sogar schon drin. Perfekt. Der nächste Skinnerizy ist diese Block 18, Cock 18. Die konnte man sich in dem Video snacken, in dem es um diese neue Scam-Variante ging. Vielen Dank für 121 Kommentare. Und man sollte einfach nur antworten, ob man auch immer schön aufpasst, wenn man am Traden ist. Ich glaube auch generell, ob man generell aufpasst online. Ich schaue immer auf den Link und Google Ads sind immer extrem verdächtig. Sehr gut, Jakob. Hier einmal melden und Trade-Link bei dir in die YouTube-Beschreibung. Dankeschön. Und es gab auch noch eine Glock 18 Vogue für euch zu gewinnen. Das war im Video vom 26.04. Da ging es um dieses große Update. Das kam jetzt vor ungefähr 2 Wochen. Mit hier Vertigo raus und das 2 rein und so weiter und so fort. Und ich glaube, man sollte einfach nur berichten, was man von dem Update hielt. Vielen Dank für 273 Kommentare. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich jemals so viele Kommentare auf einem einzigen Video hatte, ohne dass ich darauf geantwortet habe, auf die Kommentare. Natürlich verdoppeln die sich ja dann, wenn ich antworte. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich habe es übrigens am Montag versucht mitzuhalten. Ich habe die gesamte Nacht alles kommentiert. Und das waren dann, glaube ich, 60, 70, 80 Kommentare, die ich kommentiert hatte. Und dann waren keine neuen mehr da. Aber als es halt dann am nächsten Tag wieder so um die 100 neue drauf waren, habe ich dann... Muss ich ja leider aufgeben. Okay, dann ziehen wir mal den Gewinner. Und es ist... Echt krasses Update. Hab es gleich nach dem Stream gespielt. Was sollte man sagen, hä? Man soll sagen, was man vom Update hält. Okay? Ja, echt, echt krasses Update. Das passt so. Antonio, du hast somit gewonnen. Hier bitte einmal melden und dann dein Trade-Link in deine YouTube-Beschreibung einfügen. Also genau hier rein. Und zu guter Letzt gab es noch eine StatTrak Desert Eagle Trigger Disziplin für euch. Im Video vom 29.04. Und hier solltet ihr antworten, welche Map als nächstes rein soll. Train oder Tuscan? So war, glaube ich, die Auswahl. Ja. Vielen lieben Dank für 171 Kommentare, ihr Süßlinge. Und wir ziehen direkt den Gewinner. Und es ist... Wow! Ibobe oder Lilbobe23. Keine Ahnung, habe beide noch nie gespielt als Neuling. Nehme aber, was du nimmst. Okay, also Cash. Ibobe, du hast somit auch gewonnen. Hier einmal bitte melden unter diesem Video und ja, Trade-Link halt einfügen. Dankeschön. Und heute machen wir natürlich auch noch ein neues Giveaway aufkommen. Es gibt eine P90 Neo Queen für euch zu gewinnen, für alle P90 Spieler da draußen, die auf, ja, ich sag mal, lila stehen. Um hierbei mitzumachen, schreibt ihr einfach, was ihr von den neuen Bildern von Cash haltet. Freut ihr euch schon auf Cash? Geile Meile oder nicht so geile Meile? Was geht? Haut's in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit dabei. Dann sehen wir uns heute Abend wieder im Livestream, 20 Uhr. Vergesst, wie gesagt, nicht Knife Giveaway und die normalen Giveaways sowieso. Kommt rum, weil diese Bubble Dollar sammelt ihr halt nur, wenn ihr im Stream seid, also wenn ihr zuguckt. Dann zwar kostenlos, also ihr müsst da kein Geld bezahlen oder sowas, aber ihr müsst halt den Stream anhaben, sonst geht's nicht. Darum werde ich jetzt die nächsten paar Videos auch noch erwähnen, weil ich möchte natürlich, dass alle die noch kein Knife hier gewonnen haben, bei mir eins gewinnen können. Gut, dann sehen wir uns gleich im Stream oder halt dann am Sonntag im nächsten Video. Haut da rein, Leder! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf